Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. L'Oréal Paris ist der Inbegriff für Schönheit, gepflegtes Aussehen und Wohlbefinden. Forscher auf der ganzen Welt arbeiten an der Formel für die Schönheit der Zukunft. Und jedes Jahr entstehen auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft und unter Einsatz von hochmoderner Technologie neue Produkte von höchster Qualität. Topmodels und internationale Stars identifizieren sich mit dem Produkt von L'Oréal Paris. Aber auch wir gewöhnlichen Schönheiten profitieren von der vielfältigen Produktepalette von L'Oréal Paris. Das Schöne bei Coop ist außerdem, dass Sie einen grossen Teil dieser Produkte jetzt günstiger einkaufen können. Alle L'Oréal Plenitude Produkte sind 20% günstiger. Die Haarkolorationen von L'Oréal Paris gibt es mit 300 Superpunkten. Auch das Studioline-Produkt kostet 20% weniger und verschiedene Varietäten von Elsève im Duo sogar 25% weniger. Bei uns im Studio darf ich jetzt zwei Herren begrüßen, die die Schönheit zu ihrem Beruf gemacht haben. Herzlich willkommen, Patricia Braun und Yves Stöckli. Im Herbst werden nicht nur die Blätter an den Bäumen farbig, auch die Haarfarben werden bunter. Was ist momentan so im Trend, Patricio? Eintönige Farben sind out. Gefragt sind intensive, gewagte Farbtöne, so wie sie Feria und Préférence in verschiedenen Farbnosen anbieten. Mir persönlich gut gefallen die aktuell leuchtenden Rottöne von Feria. Bei diesem Beispiel habe ich das Model mit Elsève Shampoo gewaschen, gefärbt mit Feria Red Fiction 66, dann den Schaumfestiger von Studioline benutzt. Sobald die Haare trocken sind, sieht man die Leuchtkraft und den Glanz. Danach habe ich die Haare mit 2-3 Handgriffen in Form gebracht und mit Mikrospray FX von Studioline fixiert. Um dem Haar Struktur zu geben, benutze ich den Radikalgel von Studioline. Danke, Patricio. Kreativ geht es diese Woche auch in der Teleskopküche zu und her. Wir schauen kurz, was unsere Kolleginnen von Betty Bossi vorbereitet haben. Wir haben einen feinen Chicorée-Salat mit getoasteten Brotwürfeln dazu. Und wir braten das schön aus. Ja. Schauen, dass nicht die ganze Sojasauce auch noch mitkommt. Sie kann in der Zwischenzeit etwas geschnäffelt. Dann haben wir unseren Chicorée-Salat, einmal mit Poulet und einmal mit Tofu. Das ganze Rezept in voller Länge zum Nachkochen sehen Sie wie immer morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Yves, auf was kommt es an beim Schminken? Der Typ, der Mensch ist wichtig. Man soll nicht einfach Farben auftragen, sondern immer die Persönlichkeit, Charakterzüge im Gesicht unterstreichen. Vor der Grundierung eine Tagescreme wie zum Beispiel Visible Results auftragen. Das Make-up Idealbalance sollte möglichst der Hautfarbe vom Hals entsprechen, um harte Übergänge zum Hals zu vermeiden. Das ganze Gesicht mit Puder fixieren. Wenn auch die Augenpartie pudert ist, den Lidschatter Color Appeal auftragen und gut verwischen. Mit Lash Architect Mascara erzielt man mehr Volumen, mehr Länge und Schwung. Man sollte das Mascara-Bürstchen hin und her bewegen, so werden die Wimpern noch dichter. Mit einem Konturstift kann man das Auslaufen vom Lippenstift verhindern. Den Lippenstift anschliessend wie gewohnt auftragen. Zum Schluss mit dem Rougepuder Blush Delicieux Wangenpartie modellieren. Herzlichen Dank beiden Experten von L'Oréal Paris, Yves Stöckli und Patricia Braun, für die spannende Lektion in Sachen Schönheit. Und hier nochmals das Ergebnis. Auch ohne grossen Aufwand kann man mit dem Produkt von L'Oréal Paris jeden Tag besser aussehen. Neben den Aktionen von L'Oréal, die ich am Anfang schon erwähnt habe, offeriert Ihnen Coop auch diese Woche weitere interessante Angebote. Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir wieder verschiedene Halbpreisangebote, die ihr bestimmt gut brauchen könnt. Ein Kilo Bananen kostet 1,60 Franken. 10 Tafeln Coop-Schocke, Milch oder Nuss, da gibt es für 6 Franken. Und Moosrosen für 3,75 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet.
Gewürze waren früher selten und zum Teil so kostbar, dass man sie mit Gold aufwägen musste. Mehr zum Thema Gewürze erfahren Sie bei uns in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.